Überwachen wir eigentlich jeden Handgriff unserer Mitarbeiter? Nein. Wie in der Logistik üblich, arbeiten auch unsere Kolleginnen und Kollegen in den Logistikzentren mit einem Warenwirtschaftssystem. Das verbindet innovative Technologie und Teamarbeit, damit die Pakete pünktlich zu euch kommen. Und um es ganz deutlich zu machen, eine Leistungskontrolle gegen individuelle Zielvorgaben erfolgt mit diesem System nicht. Stellen wir uns vor, du lebst in Hamburg und suchst als Geburtstagsgeschenk einen Teddybären. Sobald du die Bestellung aufgibst, prüft unser System, in welchem Logistikzentrum der Artikel vorrätig ist und von wo aus wir ihn pünktlich verschicken können. Das könnte zum Beispiel das Logistikzentrum in Winsen an der Luhe sein, ganz nahe bei Hamburg. Dort kümmern sich dann rund 1800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter um eure Bestellungen. Warenwirtschaftssysteme sind Standard für Logistiker. So ein System hilft dann den Teams vor Ort beim Planen und bringt das Ganze mit innovativer Technologie zusammen. Ein Transportroboter fährt das Regal zu einer Kollegin oder einem Kollegen, welche deinen Teddybären dann scannt und auf den Weg zum Verpacken bringt. Danach steuert das System die Versandprozesse für den Teddy und für alle anderen Bestellungen. So stellen wir sicher, dass alles rechtzeitig verpackt wird und den Weg zum richtigen LKW findet und dann zu dir. Ich bin Stefan von Amazon und ich freue mich auf weitere Fragen.